Lieben, und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es mal nicht um meine Haare, sondern um mein Gesicht. Und zwar ganz genau um meine Haut. Denn ich habe echt eine katastrophale Haut. Große Poren, leichte Fältchen, Pickel, klar. Und dagegen wollte ich mal was tun, und zwar nicht beim Hautarzt, sondern zu Hause. Und deswegen habe ich mir den Amipur Face Roller bestellt. Der kommt in so einer schönen Verpackung. Und wenn ihr den rausholt, sieht er dann so aus. Und zwar ist hier so eine Schütze drum. Die bitte nicht wegwerfen, die braucht ihr zum Lagern. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Da sind so kleine Nadeln dran. Ja. Und damit geht ihr quasi über eure Haut, aber das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Und im Anschluss gebt ihr dann das Serum rüber. Ich habe mir das Platinium-Set bestellt. Das ist einfach noch ein bisschen reichhaltiger als das normale Set. Es hilft unter anderem gegen Pickel, gegen große Poren, gegen kleine Fältchen. Es macht eine viel glattere Haut. Es hilft gegen Narben. Und gegen fettige Haut ist es auch. Also es soll, deine Haut wird quasi danach perfekt. Und die Hautschicht wird durch dieses Mikroniedling auch ein bisschen dicker und daher auch viel robuster nach der Behandlung, dass es nicht mehr wieder zu neuen Unreinheiten kommt. Wie so eine Kur von 8 Wochen. Und ihr dürft es nicht jeden Tag verwenden, halt maximal einmal in 48 Stunden, weil sich die Haut natürlich auch regenerieren muss. Ich habe das jetzt alle 3 Tage angewandt und bin echt zufrieden. Ich blende euch mal hier ein Bild von vorher ein. Die Haut ist richtig schön fein geworden. Ich habe noch 2 Wochen, also die 8 Wochen sind bei mir jetzt noch gar nicht rum. Und solltet ihr nach 8 Wochen mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden sein, soll man einfach 4 Wochen pausieren und das Ganze nochmal wiederholen und danach sollte das Ergebnis perfekt sein. So, dann zeige ich euch einfach mal, wie das funktioniert. Zuallererst benötigt ihr natürlich diesen Roller, und damit ihr den auch an eurer Haut anwenden dürft, müsst ihr euch vorher abschminken. Komplett bitte. Und dann müsst ihr diesen Roller mit einem Desinfektionsspray einsprühen, weil das sind ja Nadeln, die eurer Haut natürlich die oberste Schicht zerstören. Und damit da keine Bakterien eindringen, müssen wir das Ganze vorab desinfizieren. Ein Desinfektionsspray wird von Amipur mitgeliefert. Also ganz easy. Ihr besprüht damit einmal eure komplette Haut, also euer komplettes Gesicht. Dann besprüht ihr die Nadel, also hier. Da. Und dann können wir auch schon loslegen. Es würde reichen, auch später die Hände zu desinfizieren. Ich mache es immer gleich mit, dann habe ich es weg und vergesse es nicht. So. So. Den hier auch einsprühen. So, alles eingesprüht. So, also fangen wir an. Man gibt das Ganze sternförmig über das Gesicht. Also, wenn wir jetzt hier anfangen, fange ich immer erstmal schräg. Es müssen immer 5 Mal in eine Richtung gemacht werden. So, 1. Genau, und 1. Und noch so. Auch wenn das jetzt ein bisschen quietscht, ihr müsst nicht aufdrücken. Das, keine Ahnung, warum das jetzt so quietscht. Genau, und das macht ihr quasi über die ganze Haut so weiter. Und immer wieder rein. So, und wenn ihr dann das ganze Gesicht fertig habt, dann nehmt ihr das mitgelieferte Gel und verteilt das. Also vorher ganz wichtig, die Hände desinfizieren, weil jetzt verteilt ihr dieses Gel ja mit euren Händen auf dem Gesicht, und damit ihr halt auch wirklich jetzt in diese, ja, offene Wunde, sage ich jetzt mal, keine Bakterien reinkommen, desinfiziert es vorher, ihr habt das Spray, kein Ding, ja. So, ihr gebt dann, ich gebe immer 2 Pumper auf meinen Finger und dann verteile ich das an diese richtigen Stellen. Und dann ziehe ich das ein, und ihr merkt auch gleich, wie schön kühl dieses Gel ist und wie das ganze Hautgefühl danach gleich wieder so ist. Es brennt ein bisschen, also es tut nicht weh, überhaupt nicht.
Es brennt aber ein bisschen und eure Haut fühlt sich danach so richtig gespannt, als wärt ihr gerade im Solarium gewesen irgendwie. Und es ist halt auch ein bisschen rot und wenn ihr so merkt, jetzt so eine halbe Stunde ist es immer noch irgendwie total rot und es ist immer noch so Spannung auf dem Gesicht, dann nehmt es einfach nochmal. Ihr könnt das bis 5-mal nach der Behandlung anwenden. Am nächsten Tag ist eh Ruhe und innerhalb der nächsten 10 Stunden solltet ihr jetzt kein Make-up verwenden. Ich mache es deswegen einfach immer abends oder am Wochenende und gehe danach eh schlafen und schminke mich ja dann nicht. Und am nächsten Morgen würde ich normalerweise Make-up auftragen, aber ich habe nach einer Woche schon das Gefühl gehabt, ich brauche gar kein Make-up mehr. Also nehme ich noch Concealer und naja, so klassisch halt, was man sonst so eine Lippenstift, Mascara und Augenbrauenstift. Aber ich brauchte halt einfach gar kein Make-up mehr, seitdem ich das verwende. Und deswegen kann ich es auf jeden Fall auch euch empfehlen, wenn ihr eine schlechte Haut habt und wenn ihr meint, das könnte vielleicht das 9+Ultra sein. So, das Ganze gibt es dann auch in unterschiedlichen Nadellängen. Lasst euch einfach direkt von Amipur beraten. Ihr müsst einfach denen nur kurz eine E-Mail schreiben, wie euer Hautbild aussieht und die empfehlen euch dann die Nadellänge, die für eure Haut und für das Ergebnis, was ihr erreichen wollt, halt perfekt ist. Ich benutze 0,5. Es geht aber schon los. Ich halte es mal so rein. Ob man das sehen kann, wahrscheinlich nicht. Also es geht halt los bei 0,2 mm und maximal ist 3,0 mm, wobei ab 1 mm halt für den Körper ist. Also wenn ihr irgendwelche Dehnungsstreifen habt, die ihr weghaben wollt oder so, das habe ich nicht und deswegen benötige ich das nicht. Aber dieses Teil werde ich auf jeden Fall weiter verwenden. Wenn meine Haut schlechter werden sollte, werde ich auf jeden Fall nochmal so eine Mikro-Needling-Kur anwenden, denn ich bin echt begeistert. Und ich glaube, jede Frau, die mit Unreinheit zu tun hat, hasst ihre Haut. Und ich bin irgendwie selbst sauer auf mich, dass ich es nicht schon vorher mal ausprobiert habe, weil das ist nicht ganz neu, das ist nicht die erste Firma, die es anwendet, aber ich bin wirklich sehr zufrieden. Das war's also jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch das Thema Mikro-Needling ein bisschen näher bringen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye.